Wie laut ist ein Motorrad wirklich? Um das herauszufinden, führte das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur in Baden-Württemberg gemeinsam mit dem TÜV Offenburg auf dem Flughafengelände in Laa eine Lärmmessung durch. Dabei wurde nach der Richtlinie UNECE R41 mit der aktuellen Änderung 04 gemessen, aber auch mit weiteren Varianten. Schwerpunkt war der Praxisbezug der neuen Messvorschriften, nicht deren detaillierte Umsetzung für eine Genehmigung. Mit 4 verschiedenen Motorrädern wurde dabei in unterschiedlichen Geschwindigkeiten in einem bestimmten Gang entweder konstant oder beschleunigt an einem Lärmmessgerät vorbeigefahren. Wir wollen jetzt mal ausprobieren, wie das neue Zulassungsverfahren für Motorräder tatsächlich funktioniert und inwieweit es geeignet ist, das abzubilden, was tatsächlich gefahren wird von den Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern. Denn wir sehen das Problem, dass auch das neue Prüfverfahren für die Zulassung von Motorrädern bezüglich Lärm eben so ist, dass es nur einen ganz kleinen Ausschnitt abbildet aus dem, wie gefahren wird üblicherweise. Und dass das dazu führt, dass Motorräder eben immer noch sehr, sehr laut sein können, obwohl sie diese Regelung einhalten. 20 Meter ist sie lang, die Messstrecke, und in der Mitte dieser Strecke wird gemessen. Und die ermittelten Lautstärkepegel lassen erahnen, warum so viele Beschwerden auf dem Tisch von Staatssekretärin Gisela Splett landen. Letztendlich werden diese Regelungen auf EU-Ebene festgezurrt. Das heißt, wir haben als Bundesland nur die Möglichkeit, über den Bundesrat darauf hinzuwirken, dass Deutschland sich auf EU-Ebene dafür einsetzt, dass die Regelungen verschärft werden. Aber genau dazu dient natürlich auch ein solcher Termin, erstmal auszuloten, was müsste verbessert werden und dann anschließend weiterhin dieses dicke Brett zu bohren. Bei allem Messen und Regeln ist der Lärmschutzbeauftragten Splett aber auch eines besonders wichtig. Das soll weder den Spaß am Motorradfahren nehmen, noch irgendwelche sonstigen Hindernisse aufbauen. Es soll einfach dafür sorgen, dass unnötiger Motorradlärm vermieden wird, dass es einen respektvollen Umgang gibt der Motorradfahrer und Motorradfahrerinnen mit den Anwohnern an den Strecken. Wegen der fehlenden Realitätsnähe ist zu befürchten, dass auch für weitere Jahre vorschriftsmäßig genehmigte Motorräder zu laut sind. Aus diesem Grund zeigte sich die Staatssekretärin sehr enttäuscht, schlägt aber für künftige Vorschriften beispielhaft als Lösung vor, die Referenzbeschleunigung merklich zu steigern, damit niedrigere Gänge vorzuschreiben und auch eine zweite, höhere Messgeschwindigkeit von 80 km/h zu messen, was sich alles mit geringem Aufwand auf der Standardmessstrecke realisieren ließe.